Es sei ein unfassbares Verbrechen, sagt die Richterin, als sie das Urteil verkündet. Sebastian F. und seine Ex-Freundin Xenia I. nehmen es regungslos entgegen. Er wird wegen Vergewaltigung und Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Strafmaß fällt milder aus. Gegen die Angeklagte hat das Gericht eine Jugendstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten verhängt, und zwar nur in Anführungsstrichen wegen Vergewaltigung im besonders schweren Fall. Dabei hatte die 21-jährige Xenia I. die Tat erst möglich gemacht. Am 11. Mai 2016 spricht sie Yang Jie-Li an, die gerade joggen gehen will. Dann zerrt das Paar sie in eine leerstehende Wohnung im Erdgeschoss des Wohnhauses der beiden. Dort vergewaltigen Sebastian F. und Xenia I. die Studentin über mehrere Stunden brutal. Als Xenia I. in die eigene Wohnung zurückgeht, kommt es zu einer Gewaltorgie. Sebastian F. tötet die Chinesin schließlich. Zusammen entsorgt das Paar die Leiche, wirft sie aus dem Fenster des Hinterhauses. Bei der Angeklagten ist das Gericht davon ausgegangen, dass man ihr eine Beteiligung am Mord nicht nachweisen kann. Das haben wir anders gesehen, das werden wir jetzt prüfen, das werden wir mit unseren Mandanten erörtern und dann sehen, wie wir reagieren. Für Brisanz in dem Fall hatte auch gesorgt, dass die Eltern von Sebastian F. Polizisten sind. Sie wurden verdächtigt, Einfluss auf die Ermittlungen genommen zu haben. Das bestätigte sich aber nicht.